Bist du eigentlich komplett besoffen, Junge? Wien, hallo! Ja! Ich komm nicht mehr raus aus der Ecke hier! Sieht eigentlich nur aus wie ein Stück Kacke. Ja, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Long Drive. Und ja, in der letzten Folge hat hier alles geendet. Das bedeutet natürlich, dass es auch hier wieder startet, ne? Leider ist hier bisher kein weiteres Fahrzeug oder ein Bus vorbeigekommen, sodass ich zumindest mir mal hätte die großen Reifen dafür schnappen können, ne? Ja, leider war das nicht möglich gewesen. Ich hab's gehofft, ich hab ein bisschen gewartet, aber leider war dem nicht so der Fall. Ist der Weg, Leute, würde ich sagen, wir schnackeln gar nicht lange rum. Wir hocken uns wieder auf den Bock. Da rollt noch der Ball. Und machen uns dein Ernst? Dein scheiß Ernst? Ich glaube, bei dir brennt es, Alter. Da ist so viel Platz. Was musst du mir in die Karre fahren? Bist du eigentlich komplett besoffen, Junge? Ja, bleib mal hier. Bleib mal schön hier, mein Freund. Ach komm. Ja, ja. So habe ich mir das gedacht, mein Lieber. Du bist echt, also, Polizist. Polizist bist du? Was bist du? Humbug. Ich glaube, du, bei dir brennst, Alter. Hier wird einfach nur auseinandergenommen. Du Jockel. Kannst gucken hier, wie du zurechtkommst mit deiner Dreckskarre hier. Jedes Mal fahrt ihr simpel mir in die Karre rein. Jetzt ist hier mal Feierabend mit eurem Scheißdreck. So, alles auseinander. Guck, wie du zurechtkommst mit deinem Dreckskarre hier. Ey, jedes Mal der Bums hier mit denen. Das gibt's gar nicht. Polizei, dein Freund und Helfer. Hahaha. Ha, ha. Jedes Mal fahren sie einem in die Karre rein, die Simpel hier. Geht absolut gar nicht klar, Leute. Absolute Katastrophe. Nee, geht gar nicht. So, jetzt aber zurück zum Wesentlichen, Leute. Wir machen die Karre an und wir machen uns on the road. Let's go, let's go, let's go. So Leute, hier ist wieder ein ganz schöner Rauch auf der Straße hier. Eieiei, das ist ja unfassbar, ey. Ihr wisst ja noch, letztes Mal ist das mir ja beinahe zum Verhängnis geworden hier. Oder ist es mir? Eigentlich ist es mir zum Verhängnis geworden. Aber komm, ich wage hier mal das Überholmanöver. Und wir müssen aufpassen. Da vorne ist auf jeden Fall unsere nächste Station, die wir anfahren. Oh, da hat sich der gute Kerl in Luft aufgelöst. Auch nicht schlecht. Wir brettern hier mittlerweile mit 170 rum, ey. Dieser Turbo, Leute, oben raus, das Ding, das schiebt. Das Ding, das schiebt ohne Ende. Ich drück mal hier schon mal auf die Bremse, ja. Und tschüss. Juppa. Aber ich könnte auch theoretisch weiterfahren, Leute, weil... Was Interessantes war jetzt hier nicht am Start, gell? Sag, wie es ist. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Leute, ich glaube... Nee, komm. Der Erik, lassen wir mal in Ruhe. Erik, heute nicht. Heute habe ich keine Zeit zum Spielen. Ich wollte nur mal gucken, Erik. Habe ich jetzt irgendwas mitgenommen, was ich denn mitnehmen will? Nee. Erik, schon geht Zeit heute. Leute, wir machen direkt weiter. Hier ist nichts Interessantes, was wir gebrauchen können. Die Karre brauchen wir eh nicht. Und der Erik, heute lasse man Mo am Leben. Heute lasse man Mo am Leben. Ich weiß, vorne in der Ferne ist das nächste Gebäude am Start. Irgendwo da unten. Ich habe im Fernglas mal geguckt. Da machen wir uns jetzt mal hin. Und dann muss ich mir tatsächlich mal einen Überblick verschaffen. Hier über das Gelände, ob nicht doch hier irgendwo eventuell so eine Bushalle ist. Ja Leute, mir ist hier ein Missgeschick passiert, aber das trifft sich hier ganz gut hier, dass der Kollege hier gerade mal mit seinem Bus hier vorbeikommt. Könnte ich mir ja mal ganz kurz hier die Reifen klauen, hier von dem lieben Herrn. Danke, dass du hier mal Rast machst. Oh. Hab hier immer ein bisschen Angst bei denen, ne? Leute, ich sag's euch, wie es ist, ne? Ich sag euch, wie es ist. Gerade bei denen hier. Bei denen ist simpel.
Hallo, hallo, hallo. Immer mit der Ruhe hier, immer mit der Ruhe. Wir müssen hier gerade mal umbauen hier. Ist denn mit denen Leute da immer? Die sind immer gleich so aufgeregt hier. Eins nach dem anderen. Wir haben hier eine Panne. Anstatt dass der mal aussteigt und hier mal den Unfall aufnimmt. Nee, was macht der? Hupt hier rum wie so ein Wilde. Wie so ein Wilde hier. Ja, das geht natürlich nicht, Leute, ne? Hier. Rummache, als ob er hier der König Ludwig der 17. ist. Mann, Mann, Mann hier. Katastrophe, sage ich euch, Leute. Katastrophe. Aber wir haben jetzt dann wenigstens die richtige Rätsche hier drauf auf unserem Anhänger. Sehr schön. Sehr, sehr schön, würde ich mal sagen. So. Prima Donner hier. Weg da damit. Weg da damit. Und weg da damit. Hoppala. Felge vergessen. Physikowski. So, jetzt muss ich mich mal hier ganz kurz aus dem Schlamassel rauswinden, irgendwie. Da kommt schon der nächste Spezi. Naja, der hat... Ich könnte sagen, er hat es wenigstens probiert, gell? So. Tür hier. Irgendwie klappt die nicht so richtig. So, wunderbar. Ja, ich bin ja schon weg hier. Ich bin ja schon weg. So, Leute, auf geht's. Wir machen... Weiter Richtung Sonne, Richtung Busschen. Und ich finde es sehr schade, dass wir übrigens die Busse, die wir hier auf der Straße sehen, wie jetzt gerade eben der sich zufällig da angeboten hat, mir mal seine Teile zu geben, dass wir die... Dass wir die Busse nicht fahren können. Das wäre echt ultra geil, weil das wird das Spiel auf jeden Fall deutlich vereinfachen. Da hätten wir schon, keine Ahnung, wahrscheinlich 10-mal. So ein Bus hier. Ohne Problemchen. So, Leute, da vorne wartet dann wohl einmal die nächste Kammer des Schreckens auf uns. Und gucken, was wir da hier Schönes finden, hier bei dieser tollen Station hier. Ein Taxi oder so. Was ist das hier? Warum das? Ach, guck mal, der Erwin! Erwin, du alter Rabauke! Ja, warte, ich komm gleich raus. Warte mal ganz kurz. Immer mit Ruhe, mein Freund. Warte, Erwin. Ich komme sofort. Wo bist du dann? Erwin! Eigene Mäue, du alter Sabalotti. Erwin, hallo! Ja! Die Hosche, der verdient. Hast du wieder nicht deine Arbeit gemacht? Konntest du dir gesagt? Ich habe es dir gesagt, mein Freund. Ich habe es dir gesagt, mein Freund. Wer nicht hören will, muss fühlen, der kommt hier ins Kacklo. Der kommt hier einfach ins Kacklo rein. Viel Spaß da drin, du. Simpel hier. So, Klappe zu, Ave tot hier mit dem Kerl. Mann, 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 ey. Der Erwin hier. Leute, habt ihr gesehen hier? Das ist unglaublich, der Kerl. Der hat mich schon nervig gekostet, ich sag's euch. Da geht nix hier. Das ist ein absolutes Katastrophenblatt hier. Guck mal, wie es hier aussieht wieder. Ich hab dem gesagt, er soll den Lade hier ordentlich führen. Sieht's aus wie bei Hempels hier. Ach, ist das furchtbar. Kann ich da, mit sowas kann ich nicht schaffen, Leute. Mit sowas kann ich nicht schaffen. Das geht nicht. Das geht gar nicht. Keine Chance. Leute, absolut keine Chance. Hier machen wir mal hier dran. So. Brauche ja auch mal für unterwegs draußen ein bisschen Munition, gell? Falls es mo eng wird wieder. Aber sonst, gell? Leute. Wenn du was esse, das ist okay. Was haben wir hier drin? Leer. Einfach leer. Und nicht immer Getränke hat er hier, Douglas. Der Larry. Mensch, ey. Erwin, Erwin, Erwin. Ach, Leute, zum Glück haben wir den jetzt rausgeschmissen hier. Den Kerl. Hä? Hallo? Brötchen.
Schöne leckere Sonntagsbrötchen, Leute. Hatte Erwin anscheinend doch noch zumindest die noch frisch aufgebacken. So. Jetzt hole mir, bräuchte mir nur noch mal was zu trinken hier. Da hat der Erwin, wie gesagt, ja nichts aufgefüllt. Der alte Simpel. Sei mal her hier. Ach, Kekse, welche? Kekse hat er reingeschmissen. Komm, Ilse, wir gehen. Hier ist nichts zu holen, Leute. Nichts zu holen hier. Der Erwin hier, hat er wieder nichts gemacht. Ach, Mann, ey. Ich weiß auch nicht, Leute. Ich fahre hier die ganzen Ställe ab, ne? Und nix hier, nix. So, Ilse. Nein mit dir. Ah ja, was soll man machen, Leute? Was soll man machen? Wir haben ja noch unseren kleinen Dieseltank hier. 9,8 Liter. Trinken wir halt einen Schluck, gell? Hiervon. Was soll man machen? Es geht doch nicht anders, Freunde. Es geht doch nicht anders. So. Ach, Leute. Ich weiß nicht, was ich schon dazu noch sagen soll. Ne? Ich weiß es nicht. Ist das hier? Soll hier eine Tankstelle sein oder was? Ohne Schlauch? Hä? War vielleicht mal eh schon mal hier Tankstelle von mir, hä? Hä? Unbelievable. Leute, unbelievable, sage ich dazu nur. Naja. Oh. Da scheint wohl jemand Probleme zu haben. Unfall! Unfall, Unfall. Komm, Leute. Hier. Pott, Pott. Wir haben kein Zeichen hier für den Spaß. Wir haben kein Zeichen für den Spaß. Wir brauchen unser Fahrzeug, Leute. Auf geht's. Attacke. Oh oh. Irgendwas stimmt hier mit der Karre nicht. Die geht alles an und aus. Ach du Scheiße, Leute. Haben wir einen Motorschaden jetzt oder was? Oh, jetzt geht's wieder. Oh, Oh, oh. Leute, das klingt aber nicht gut hier. Guck mal, der ruckelt auch wie Sau. Oh, Scheiße. Müssen wir hier rechts rüberfahren, Leute. Scheiße. Was ist los? Ach Scheiße, unser Kühler, Leute. Der ist hier vollkommen am Blubbere. Alter, hat irgend so ein Holzkorb hat das Ding offen gelassen. Leute, Scheiße. So wie das qualmt. Ach, du ahnst es nicht. Verdammt, der Dreck. Ja, komm. Wir haben hier zum Glück noch Wasser, do, hier. Auf geht's. Schauen wir mal was drin hier. Ach, Scheiße. Einfach der Kühler nicht zugemacht. War bestimmt hier der Erik. Nee, der Joe, als wir hier auf dem Schrottplatz waren, Leute. Hat er sich bestimmt dran verdollt, hat er sich bestimmt daran rumgemacht und hat das Ding einfach offen gelassen. Ich sag's euch. Ich sag's euch. Das ist nämlich so einer. So ein richtiger Bösewicht. So. Wieder voll. Wunderbar. So, jetzt machen wir das Ding hier selber zu. Alter, ey. Einfach das Wasser leer, wo wir das gequalmt hat, Leute. Ich hab gedacht, die Karre verreckt uns. So. Ey, zum Glück. Leute, zum Glück, sage ich euch. Heidi Witzka, ey. Das wäre böse gewesen, wenn mir jetzt hier einfach mitten im Nirgendwo nicht mehr weiterkommen wäre. Alter Vater, ey. Komm, auf geht's. Das Ding sollte wieder laufen hier. So. Auf geht es, Leute. Ja, so läuft das doch hier, Leute. Super. Einwandfrei hier, Leute. Auf geht's wieder Richtung Sonne. So, Leute, ich habe mir ganz kurz mal gedacht, vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir hier mal ganz kurz Rast machen und uns mal hier unser Fernglas nehmen. Das jetzt hier. Mann, ey. So, dann machen wir es halt so rum. Einwandfrei. So, weil. Vielleicht gucken wir mal hier vom Dach aus, ob wir hier irgendwo Ebbe sehen. Ne? So, jetzt lass uns mal hier durch die Welt gucken, ob wir hier. Aha, guck mal, da ist ein Boot.
Oh, was haben wir denn da? Leute, das Gebäude sieht aber schon interessant aus. Vielleicht sollten wir mal darüber fahren. Ist auf jeden Fall ein gutes Stückchen. Vielleicht finden wir ja da, was wir brauchen. Also das sollten wir auf jeden Fall mal uns merken hier. Ansonsten, was haben wir sonst noch hier? Da hinten ist noch irgendwas, da ist ein Schiff. Das Ding ist, das sind ja immer mal hier und da mal ein paar Gebäude, die so, ja, so in der Weltgeschichte rumstehen, ne? Kein Plan, wieso, aber naja, was soll ich sagen, Leute, ne? So, auf der rechten Seite hier sieht das sehr mager aus, sag ich mal. Ja, das sieht sehr, sehr mager aus. Da hinten ist nur so ein Hochsitz. Hinten scheint was zu sein. Da scheint irgendetwas zu sein. Keine Ahnung. Sieht komisch aus. Ja. Also Leute, wir fahren mal hier rüber zu dem Schiff und gucken uns mal an, ob das vielleicht dahinter unser Gebäude der Gebäude ist. Schauen wir mal, Leute. Ich würde sagen, auf geht's. Ich gehe rein, beziehungsweise ich würde sagen, ja doch, das kriegen wir auch so hin. Kriegen wir auch so hin, Leute. Auf geht's. Komm, wir fahren rüber und gucken uns das ganze Spektakel einmal an hier. Boah, was ist denn jetzt los, ey? War du mit der Stein oder was? Alter Vater, ey. Ja, 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 was ist denn das hier für ein Kram, Lohi, ey? Bös, bös, bös. Ey, sag mal. Alter, ach, das ist der Wege hier. Ach, du Scheiße, Leute. Unser ganzer LKW. Leute, ihr ahnt es nicht. Ich sag euch, diese Kacke hier. Hier der Scheiß. Der größte Rotz. Oh, hoffentlich geht der LKW da, der Anhänger wieder richtig drauf. Ah. Komm, dreh dich, dreh dich, dreh dich. Wo ist man hin überhaupt? Ach, da müssen wir doch. So. Ach, komm, der sollte ich. Ja, da ist er wieder. Alles klar, Leute, perfekt. Ab geht's. Weiter geht's hier. Leute, ich bin echt gespannt, ne? Das könnte vielleicht unsere Busstation sein. Ist auf jeden Fall ein Stück zu fahren, aber vielleicht haben wir ja hier Glück, ne? Oh Leute, das ist aber schon ganz schön weit, sag ich mal. Alter Schwede, ey. Huiuiui. Hätte ich jetzt nicht gedacht, gell? Oh Leute, das sieht sogar echt gut aus. Leute, das ist die Busstation. Und. Aber es stehen nur... Oh, Mann. Stehen leider die falsche drin. Habe ich hier noch Freunde? Georg, wo bist du dann? Georg? Ja, ich weiß, wir leben alle in dieser Welt. Georg. Ach du, du bist immer so ein Trauriger hier. Komm, ich erlöse dich. Tut mir leid, Georg, aber leg dich auch ins Bett. Doch, doch, doch. Komm her. Hey, Georg. Ja, genau, noch mal so Dreher mache. So, wunderbar, Georg, guck mal. So, darf schon noch einen Grund schlafen. Gute Nächte, mein Freund. War mir immer wieder eine Ehre. So, haben wir hier irgendwo mal Licht in dem Lade? Sieht sehr dunkel aus jetzt nämlich drin, Leute. Bedeutet, ich würde erstmal eine Runde schlafen gehen und dann würde ich sagen, Leute, ja. Hier haben wir was drin. Motor ist drin. Super.
Hätte mehr. Sehr stark. Bedeutet, Leute, wir beginnen hier unseren Umbau und werden erstmal den blauen Bus nehmen, weil der ist schon soweit fertig. Da müssen wir nicht mehr so viel machen, gell? Aber erst machen wir, das machen wir auf jeden Fall im hellen. Hier können wir schon mal aufmachen, das gute Stückchen. Und dann sehen wir uns gleich bei Tageslicht wieder. So, Leute, einen wunderschönen guten Morgen. Sind die Reifen weg? Was ist denn hier passiert? War da etwa einer nachts da und hat mir meine Reifen geklaut oder was ist hier los? Ey, das geht ja gar nicht, Leute. Einfach die Reifen geklaut. Alter. Ha, unbelievable. So, Leute, ich hab's euch ja versprochen. Der Bus ist tutto, completo, leero. Was bedeutet, wir können uns hier selbst drin verwirklichen. Leute, es wird ein Spaß. Ich glaube, das wird echt ein Spaß. Das wird echt cool. Wie sieht's denn hier aus eigentlich hier? Geht die Karre an? Nee, die Karre geht zumindest schon mal nicht an. Kann sein, dass da kein Sprit drin ist. Ah ja, kein Wunder, Leute. Da ist ja auch Wasser drin. Wer tankt denn Wasser in einen Bus? Wer ist denn hier nicht mehr ganz frisch in seiner Birne? Alter, ey, das geht ja gar nicht, ey. Leute, ist aber nicht so schlimm. Wir brauchen eh Wasser. Können wir gleich mitnehmen, ne? Können wir direkt mitnehmen. Hier haben wir noch Diesel. Ich habe das mal hier rüber geparkt. So gut es ging. So. Dann können wir nämlich direkt hier einmal unseren... Ja, wie soll ich sagen? Zack. Unser Wasser. Was da drin ist, können wir direkt hier rüber füllen. Dazu brauchen wir nur noch hier einen Schlauch. Gute Schlauch. Als Schläuchelchen. Komm mal hier, Leute. Ich gehe einfach hier oben rein. So. Machen wir einen Schlauch mit hier. Ruhe da draußen. Keine Zeit für so Spirenzia da jetzt. So, Leute. Machen wir mal hier den Schlauchus Maximus da rein. So. Hier machen wir auf den Lachs. Stellen wir mal ein bisschen näher dran. Hier den Schlauch nehmen und... Attacke. So, erstmal hier den Scheißdreck raus. Die Ilsen brauchen Platz. Ich weiß nicht, sollen wir die hier vorne hinmachen? Ich würde sagen, wir machen uns hinten unser Schlafbereich und so hin. Also das Bett, das muss hier hinten auf jeden Fall hin, ne? Dann können wir uns jetzt hier quasi das Ding wie ein Wohnwagen einrichten, Leute. Ey. Leute, habt ihr da Bock drauf? Habt ihr da Bock drauf? Wenn ja, gerne mal Bock reinschreiben. Einfach. Ich hab Bock. Leute, schreiben. Wenn ihr Bock habt, schreibt rein. Ich hab Bock. So. Alter. Haben wir hier schon ungebetene Gäste oder was ist hier los? So. Du das Ding. Wir brauchen Sprit, Leute. Wir brauchen echt Britikus Maximus. Was haben wir hier? Diesel. Guck mal hier. 80 Liter Diesel. Können wir den Bus schon mal befüllen? Warte mal. Kann ich das nicht mit dem Schlauch machen, dass das automatisch ist? Da muss ich hier nicht neben dran stehen muss. Warte mal. Das müsste doch bestimmt gehen. So. Den Schlauch. Nee, Computer sagt nö. Computer sagt nein. Oh oh. Wartet mal, wir probieren das nochmal aus. Manchmal brauchen Dinge einen zweiten Anschub. Nee, okay. Geht nur raus, rein geht so nicht. Das heißt, ich muss das selber befüllen. Okay, Leute, das machen wir. Ah, nein! Stopp. Einfach mal 1,1 Liter rausgelaufen. Das mache ich dann nachher, Leute. Da müsst ihr ja mit der... Da brauchen wir jetzt hier nicht. Ja, nee. Das brauchen wir ja. Da müsst ihr ja nicht jetzt zuglotzen hier, wie wir den ganzen Kram da machen. Wie gesagt, ich würde... was passiert hier? Moment. Ich will das ja mit rausnehmen. Also das wird jetzt hier echt mal erstmal eine krasse Umbauaktion, ne? Also wir haben jetzt hier
Keine Ahnung. Ich glaube, wir werden diese und nächste Folge erstmal jetzt damit verbringen, hier den Bus einzurichten, ne? Deswegen auch gerne könnt ihr jetzt schon mal so eure Gedanken reinschreiben, wie wir das Ganze hier gestalten. Ich würde das ja alles so hier so links, rechts hinstellen. Die ganzen Ilsen da drinnen, ne? Wäre eigentlich eine Option, sage ich mal. Aber wie gesagt, ich lasse mich gerne von euch inspirieren, wie ihr das seht. Es gibt ja auch noch so ein paar Stühle, die können wir nehmen. Es gibt hier Couchen, die können wir nehmen. Unterschiedliche. Das Bett, das muss auf jeden Fall nach hinten. Das ist schon mal klar. Boah. Leute, es gibt auf jeden Fall jetzt wieder hier ein Fest. Das wird schön. Ach, herrlich. Leute, ich freue mich drauf. Ich freue mich drauf. Und wenn wir dann nachher irgendwann den kleinen Bus finden, auch sehr geil, ne? Aber jetzt nehmen wir erstmal den Bus hier. Die ganzen Ilsen und die Sitzgelegenheiten, die können hier schon mal rausi. Oh, oh. Ilse, Ilse. 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 Und Ilse. So. Die können da schon mal da vorne Platz nehmen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir das Bett da irgendwie noch rauskriegen. Aus diesem Riesenteil hier. Aus diesem Anhänger. Oh oh. Ich habe schon Schlimmes geahnt hier. Oh oh, Leute. Ich komme hier nicht mehr raus aus der Ecke. Ich komme nicht mehr raus aus der Ecke hier! Ah! Oh oh. Irgendwas passiert hier. Nix gut. Machen wir halt so und so. Kann ich mal hier wieder raus, bitte? Ich möchte hier raus. Ich möchte doch einfach nur hier raus. So, okay, der hängt hier in der Seite drin. Ihr seht's. Oh oh. Leute, hier passieren komische Dinge. Ja, der klemmt hier. Ihr seht's. Lassen wir vielleicht lieber mal noch drinnen, ne? Und kümmern uns da vielleicht gar nicht drum und holen uns einfach ein neues Bett. Man soll ja auch ab und zu mal sich ein neues Bett vielleicht gönnen. Ne? Mal so zur... Das ist wie neue Bettwäsche. Wir nehmen halt dann lieber gleich ein neues Bett. Scheiß auf Bettwäsche. Wir nehmen gleich ein ganzes neues Bett. Auch vielleicht nicht so verkehrt, ne? So, hier das schöne Lederteil hier, das kommt natürlich auch mit. So. Nehmen wir das hier nebendran. Sag mal her, da den Schinke. Ey. So. Ja, warte mal, wenn wir das hier noch ein Stück rübersetzen. Schön, so. Ja. Ja. Ja, das sieht doch gar nicht so verkehrt aus, Leute. So. Guck dir mal hier. Hä? Ist das nicht was? Warte mal, wir haben doch da draußen noch eine, oder? Die war, glaube ich, ein bisschen schöner. Kommt die hier, nämlich dahin. So. Ich glaube, die andere sah besser aus, oder? Sieht eigentlich nur aus wie ein Stück Kacke. Leute, ich sag's euch, das sieht aus wie ein Riesenstück Kacke. Naja, komm. Es wird schon gehen, sag ich mal, ne? So. Guck dir mal her. Ja, ist das nicht fein? Links, rechts. Geilo. Geilo, Mat. So, jetzt haben wir hier noch ein paar. Oh, 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 oh. Ja, ihr seht das. Wir müssen hier aufpassen hier. Das ist alles sehr gefährlich. Das ist alles sehr, sehr gefährlich, Leute. So, also das muss rein. Ich weiß auch gar nicht, wie wir das stellen hier. Komm, ich setze die mal dahin. So. Ach, Leute, das wird schön hier. Eine Busfahrt, die ist lustig. Eine Busfahrt, die ist schön. Tral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 
Guck mal, da haben wir doch schon ein bisschen was eingerichtet hier in unserem kleinen Bus hier, Leute. Ich würde sagen, Leute, den Rest, den machen wir dann, also wir machen jetzt hier noch ein Momentchen, ne? Aber ihr seht, das ist jetzt auf jeden Fall noch einiges, was wir hier rüberbringen müssen. Unsere ganze Waffenkammer, die muss ja auch irgendwo platziert werden. Die ganzen Lampen müssen da wieder um den Bus drumherum, damit das Ding hier wieder ordentlich, ja, wie soll ich sagen, ne? Wieder ordentlich leuchtet. Ich würde sagen, wir machen die hier einfach an die Scheibe dran. Weil an der Decke wäre das ein bisschen blöd. Da weiß derjenige, der hier an den Bus kommt, direkt schon, oh, oh. Mit dem sollte mir uns vielleicht nicht anlegen hier. Der ist hier ein bisschen hardcore unterwegs, gell? Mit seiner ganzen Waffe. Und draußen können wir ja auch noch welche hinplatzieren hier. So für die Sicherheit. Für die Sicherheit, Leute. Aber natürlich so, dass das auch gut aussieht. Achso, hier war ja eh kein Dings mehr dran. Können wir es auch ein bisschen, also kein Magazin. So. Ilse, tut mir leid. Aber die Waffen brauchen wir hier draußen. Achso, das ist das komische Gewehr hier, ne? Kackteil. Das hier gefühlt nur mit Platzpatronen schießt. Naja, egal, ne? Egal. Not so bad. So, was haben wir noch hier? Jede Menge AKs. Raus. Raus. Und rausi. Boah, ich würde die am liebsten gerne alle hinten reinschmeißen, ne? Jetzt müssen wir hier jede einzeln, müssen wir hier einmal hier reinschmeißen. Hier fehlt Anhängerkupplung, Leute. Ist einer ohne Anhängerkupplung? Gibt es das auch? Das wäre jetzt aber schade, wenn der keine Anhängerkupplung hat. Also, aber auf der einen Seite brauchen wir die auch gar nicht, ne? Wir haben hier so viel Platz hier in dem Ding drinne. Da brauchen wir theoretisch eigentlich keine Anhängerkupplung. So. Messen wir die mal noch hier dran, Leute. The AKs. Zack. Und zack. Ey, super, Leute. Super. Das heißt es in der nächsten Folge, wir müssen auf jeden Fall die ganzen Ilsen rüberbringen. Wir müssen unser ganzes Inventar, was noch hier an der Seite ist. Das Gute ist, das ist ja alles schon in Körbchen drin. Das heißt, das können wir einfach nur so zack rüberbringen. Ne? Der Kühlschrank muss auch noch mit, die ganze Beleuchtung muss mit rüber. Aber guck mal, wir können ja einfach hier diese Körbchen nehmen, ne? Wenn die dann voll sind. Und dann bringen wir die einfach hier rüber. Und dann, wartet mal, wir machen hier, glaube ich, das Bett hin. Oder machen wir das Bett dahin? Ne, das Bett geht nicht dahin. Also wir werden die dann einfach alle hier so... Ich würde sagen, wir machen die hier hin. So. So schön platzieren wir die hier einmal da hinten. Unsere ganzen Dinger. Oder hier können wir auch noch ein paar hinmachen. Ja, wir können ja die Waffen, die Munitionsdinger können wir ja hier hin machen. Hier stellen wir dann einfach das Bett hin. Und dann sollte das doch eigentlich ganz gut aussehen, Leute. Ja, Leute, dann würde ich sagen, das war's auf jeden Fall an dieser Stelle für diese Folge. Wenn es euch wie immer gefallen hat, dann lasst mir natürlich gerne einen Kommentar da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Ansonsten sage ich mal, Leute, lasst mir auf jeden Fall sehr gerne ein Däumchen da. Vergesst nicht das kostenlose Abo und aktiviert die Glocke. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder hier mit unserem neuen Bus, Leute. Und natürlich unseren ganzen Ilsen. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch auf jeden Fall einen super schönen Tag. Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, Kakao.